Nationalfeiertag im Libanon. Am 22. November feiern die Libanesen ihre Unabhängigkeit von der französischen Kolonialmacht mit einer Militärparade. Die Republik Libanon besteht seit 68 Jahren. Die Armee sollte der Garant staatlicher Hoheit sein. Doch die Generäle haben ein Problem: übermächtige bewaffnete Rivalen im eigenen Land. Sie können Unterstützung gut gebrauchen. In der Nacht des Nationalfeiertags landen 154 österreichische Soldaten in Beirut. Es ist ein warmer Winter im Libanon. Ein heißes Pflaster ist das Land allemal. Aber die Österreicher fühlen sich gut vorbereitet. Also mit der Angst im Kopf kann ich nirgendwo hingehen. Also ich muss immer sagen, ich mache das Beste draus aus der Situation und ich bin gut ausgebildet und das weiß ich, dass ich gut ausgebildet bin und deswegen stelle ich mir der Verantwortung. Die Bundeswehrsoldaten sind gekommen, um die Mission der UNO-Friedenstruppen, UNIFIL genannt, zu unterstützen. Das Hauptquartier befindet sich an der Grenze zu Israel, 90 Kilometer südlich von Beirut. Die Hauptstadt zeigt sich weihnachtlich geschmückt, die Nachtlokale sind voll. Hier ist schnell vergessen, dass man mitten in einer Konfliktregion lebt. Beirut, die Stadt, die sich nicht unterkriegen lässt, die allem zum Trotz immer in Partystimmung ist. In einem Studentencafé mit Internetzugang korrespondiert die Nahostexpertin Karin Kneißl mit Österreich. Und sie liest Zeitungsberichte über die österreichische Beteiligung an der UNO-Friedensmission im Libanon. Der Kurier ist ein etwas reißerischer Text über die Gefährlichkeit dieser Mission. Das ist noch nicht abzuschätzen. Aber es klingt so, als würden österreichische Soldaten hier die Hisbollah bekämpfen, was nicht ihr Auftrag ist. Der Auftrag der österreichischen Soldaten ist, die libanesische Armee zu unterstützen, ihre Souveränität zu verbessern. Und ein Bekannter hat mir eben den Text geschickt und sich sehr aufgeregt, weil er meint, das könnte das den Einsatz gefährden. Ich habe versucht, ihn damit zu beruhigen, dass ich sage, ich glaube, dass niemand in der Hisbollah den Kurier liest. Karin Kneißl ist viel auf Reisen. Ihren Ruhepol findet sie im südöstlichen Niederösterreich. Hierher zieht sie sich zurück, um ihre Analysen und Bücher über den Nahen Osten zu verfassen. Ihr Interesse für diese Region entbrannte bereits in ihrer frühen Jugend, als der Libanon noch die Schweiz des Nahen Ostens genannt wurde. Ihre Eltern, ein Auerpilot und eine Stewardess, verbrachten die arbeitsfreie Zeit damals am liebsten im glitzernden, kosmopolitischen Beirut. Später lernte Karin Kneißl Arabisch und begann zwischen dem Libanon und Österreich zu pendeln. Die Juristin und ehemalige Diplomatin arbeitet heute als Beraterin und als Dozentin an verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland. Seit mehreren Jahren analysiert sie die Rolle und die Chancen der UNIFIL. Als ich 17 war, versuchte ich meine ganze Energie, meinen Enthusiasmus in dieses Problem hineinzustecken, was rational überhaupt nicht nachvollziehbar war. Mit 17 interessiert man sich für anderes, aber nicht für ein Kriegsgebiet. Und ich war dann eben auch damals, wollte ich einfach mehr wissen, schrieb dem Präsidenten des Libanon einen Brief, den er auch beantwortete. Und den brachte ich dann triumphierend in die Schule, womit ich dann in den Augen meiner Mitschülerinnen und Lehrer vielleicht weniger verrückt war, weil ein erster kleiner Schritt war getan. Der Kontakt mit dem Präsidenten, der immer noch aufrecht ist. Präsident war damals Amin Gemayel. Die Hauptstraße dieses christlichen Viertels in Beirut ist nach seinem Vater benannt, dem allerersten Präsidenten des unabhängigen Libanon. Die Politikerdynastie Gemayel gehört der papsttreuen christlichen Kirche der Maroniten an. Das libanesische Staatsoberhaupt ist per Verfassung immer ein Maronit. Wir besuchen den ehemaligen Präsidenten.
Ismi, Dr. Karin Kneißl. Das Haus wird streng bewacht. Jemayels Bruder und sein Sohn sind Mordanschlägen zum Opfer gefallen. Karin Kneißl will wissen, wie ihr alter Bekannter die UNO-Friedensmission einschätzt. Seine rechtsgerichtete Partei gilt als westlich orientiert und begrüßt den internationalen Einsatz. Über die Notwendigkeit, die südliche Region zu beschützen, sind sich alle Parteien Libanons einig. Im Moment ist die Lage stabil, friedlich und sicher. Die Mission der UNIFIL soll dafür sorgen, dass dieser breite nationale Konsens im Grenzgebiet in die Tat umgesetzt wird. Die UNO-Truppen sollen verhindern, dass Unruhestifter die Region destabilisieren. Nur noch wenige Ruinen erinnern an den Bürgerkrieg zwischen 1975 und 1990. Die Wirtschaft blüht, aber die Stabilität ist brüchig in diesem Land, in dessen unflexiblem Proporzsystem sich 18 teils christlich, teils muslimisch geprägte Gruppierungen die Macht teilen. Im Kampf um Einfluss holt sich jede Gruppe Unterstützung aus dem Ausland, vor allem aus Amerika, Europa, Saudi-Arabien, Iran und natürlich Syrien. Es ist ja auch verrückt, wenn man sich vorstellt, wie nahe Syrien ist. Also es kommt gegenwärtig in vielen grenznahen Städten zu grauenhaften Massakern. Man spürt sie hier nicht. Und das war ähnlich auch während des Krieges. Also entweder es gab Bomben in Westbeirut und die Leute lagen am Pool in Ostbeirut und schauten hinüber, quasi mit dem Fernrohr, aber es betraf sie nicht. Oder die Leute in Westbeirut machten Dolce Vita und es flog in christliche Stadtteile. Mit ihrer Kindheitsfreundin Nathalie, deren Mutter Wienerin ist, und mit deren Sohn macht Karin einen Ausflug in die nahen Berge, wo verschiedene Volksgruppen leben. Wie etwa die Minderheit der Drusen, die hier ihre Agrarprodukte in aller Ruhe feilbieten, während es nur wenig nördlich an der Grenze zu Syrien große Spannungen gibt. Man macht sich manchmal, wenn man im Ausland ist, wahrscheinlich mehr Sorgen, als wenn man mitten in der Krise drinnen steckt. Also wenn es kracht im Libanon, so wie im Sommer 2006, dann habe ich versucht, jeden Tag bei euch irgendwie anzurufen und zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und die Nathalie hat immer gesagt, ja, es geht in Ordnung. Also ja. Es hat immer die Ruhe weg. Ich bin so aufgewachsen. Wir sind unter den Bomben in die Schule gefahren. Auch. Jetzt kann ich mir das nicht vorstellen, wenn meine Kinder unter den Bomben in die Schule gehen müssen. Das für mich schon viel zu weit her. Die Entwicklungen hier sind rasant. Eine neue, westlich orientierte Generation ist herangewachsen, die mit althergebrachten Konflikten nichts mehr am Hut hat. Nathalies 15-jähriger Sohn Mark findet Streitereien wie jüngst in einer Fernsehdebatte bloß lächerlich. Ein Regierungs- und ein Oppositionsvertreter diskutieren über Syrien. Und so schnell kann es zu Gewalt kommen. In fast allen arabischen Staaten rebelliert die Jugend gegen autoritäre Regimes. Der Libanon ist keine Diktatur, deswegen bleibt man hier gelassen. Die Universitätsstudenten verfolgen den arabischen Frühling dennoch sehr aufmerksam. Die aktuellen Umwälzungen in den anderen arabischen Ländern werden die Innenpolitik des Libanon beeinflussen. Gegenüber Syrien sind die Christen im Libanon gespalten. Einige befürworten das Regime von Assad, während die anderen immer gegen ihn waren. Und unter den Muslimen gibt es Formationen der Schiiten wie die Hezbollah, die an Macht verlieren werden, wenn das Regime Assads gestürzt wird. Das heißt, der arabische Frühling wird Auswirkungen auf Libanon haben, aber es wird nicht sehr dramatisch. Karin Kneißl hält heute einen Vortrag an der amerikanischen Universität von Beirut. Diese Hochschule ist eine wichtige Nachwuchsschmiede für die Eliten der arabischen Welt. Die jungen Leute hier kommen heute mehrheitlich aus dem Golf. Also die AUB, die amerikanische Universität, hat gewissermaßen profitiert vom 11. September, weil viele arabische reiche Familien im Golf haben sich gesagt,
Anstatt all die Visaprobleme zu haben, unsere Kinder in die USA zu schicken oder irgendwo in Europa, schicken wir sie lieber wieder nach Beirut. Wir sind in der arabischen Welt, aber in einer sehr amerikanischen Atmosphäre. Vor Studenten der Politikwissenschaft hält Karin Kneißl eine Vorlesung über die Entwicklung des Energiesektors in der Region. Der Libanon hat zwar kein Erdöl, doch in letzter Zeit wurden reiche Gasvorkommen vor der Küste entdeckt. Allerdings erheben auch andere Länder Anspruch darauf. Neue Konflikte scheinen programmiert. Der Libanon war schon immer heiß umkämpft. Die Hafenstadt Byblos hatte eine Schlüsselposition zu Zeiten der Phönizier, der Römer und der Kreuzfahrer. Während des Krieges 1990 hat Kneißl hier unterrichtet. Aus dieser Zeit kennt sie den Maroniten Salim El-Sayeg. Um kommende Entwicklungen besser einschätzen zu können, fragt sie den früheren Sozialminister nach dem letzten Stand der Auseinandersetzungen um die Gasvorkommen im Mittelmeer. Nicht nur der Libanon, auch Israel, Zypern und die Türkei mischen mit. Wie wird das weitergehen? Es besteht jedenfalls eine Gefahr. Israel hat mit den Erkundungen dieser Gasfelder bereits begonnen. Mit den neuen Technologien könnte es auch die Vorräte auf der libanesischen Seite ausbeuten. Das würde zu einem weiteren Konflikt führen, der in kriegerische Auseinandersetzungen zwischen beiden Staaten münden könnte. Wieder ein Fall, der vor den UNO-Sicherheitsrat kommen müsste, denn der internationale Friede und die Sicherheit wären dadurch gefährdet. Von Kriegen haben die Menschen hier mehr als genug. Der jährliche Marathon in Beirut wird zu einer Demonstration des Friedenswillens und der Vitalität, die diese Stadt trotz aller Widrigkeiten lebenswert macht. Ja, mir kommen einfach die Tränen aus einer gewissen Gerührtheit, wenn ich in dieser Situation des Beiruter Marathons bin, der in einer Stadt stattfindet. Und gerade hier stehen wir jetzt in einem Stadtteil zwischen der amerikanischen Universität, der alten Geschäftsstraße Hamra, wo jahrzehntelang Chaos, Anarchie regierten, wo die Menschen Zuflucht suchen mussten, stundenlang, nächtelang im Bunker saßen und dass hier einfach dieses Leben wieder da ist, dass junge Leute als Rotkreuz-Volontäre unterwegs sind, nicht um Verwundete aus dem Schutt herauszuholen, sondern einfach nur aufzupassen, dass sich keiner der Sportler wehtut. Das ist eine schöne Entwicklung. Auch palästinensische Kinder nehmen am Volkslauf teil. An die 400.000 Palästinenser leben im Land, die Hälfte von ihnen in Camps. Wir bemühen uns, unsere minimalen Rechte einzufordern, wie das Recht, auf offenen Plätzen frei herumzulaufen. In den palästinensischen Flüchtlingslagern haben wir keinen offenen Platz wie hier. Heute haben diese Kinder hier ihre verlorene Seele wiedergefunden. Der palästinensische Journalist Gabi Jamal führt uns durch das desolate Flüchtlingslager Shatila. Diese Kinder wissen noch nicht, was es bedeutet, staatenlos zu sein. Die Regierung sagt ganz offiziell, dass sie uns nicht im Libanon haben will, weil sich dadurch die Zusammensetzung der Bevölkerung ändern würde und dann die politische Proporzformel nicht mehr stimmt. Aber dafür sind wir nicht verantwortlich. Sie wollen uns durch diskriminierende Beschränkungen loswerden. 75 Berufe dürfen wir nicht mehr ausüben. Ich bin Journalist, aber ich darf nicht dem Berufsverband beitreten. Dadurch habe ich keine Pension, keine Gesundheitsvorsorge. Ich muss alles selbst zahlen. Außerdem, niemand hier darf sich eine Wohnung oder ein Geschäftslokal kaufen. Die Regierung muss diesen Teufelskreis durchbrechen, denn dieses Elend ist ein Nährboden des Terrorismus.
Bereits die dritte und vierte Generation wird hier wie in Reservaten gehalten, mit dem hohlen Versprechen, eines Tages nach Palästina zurückkehren zu können. Arabische Nachbarländer haben sie unterstützt, doch immer wieder haben die Palästinenser aufs falsche Pferd gesetzt. Karin Kneißl will wissen, was sich die Menschen hier erwarten, falls das syrische Regime stürzt. Doch vor der Kamera will sich keiner in die libanesische Innenpolitik einmischen. Die vorherrschende Meinung über die UNO finden wir hier an die Wände geschrieben. Also auf diesem Poster wird dargestellt die UN, die Vereinten Nationen, als Verbündete des Staates Israel. Ich glaube, über die UNIFIL wird hier überhaupt nicht nachgedacht, sondern hier hat die UNO als solche eine sehr schlechte Reputation. Endlich haben wir die Genehmigung, in den Süden des Landes zu fahren. Dorthin, wo die Österreicher stationiert sind. Jamal begleitet uns. In diesem Gebiet sind die Schiiten die große Mehrheit. Hier hat die islamistische Bewegung der Hisbollah ihre Basis. Bewaffneter Widerstandskampf und jahrelange Sozialarbeit unter der verarmten Bevölkerung haben sie zum stärksten Machtfaktor im Libanon gemacht. Unterwegs kommen wir zufällig an zwei Frauen vorbei. Wir nehmen sie mit. Sie wollen an diesem Tag einen Friedhof besuchen, auf dem einige ihrer Verwandten begraben sind. Es ist ein besonderer Friedhof, eine Gedenkstätte für zivile Opfer der israelischen Angriffe im Sommer 2006. Damals lieferten sich die israelische Armee und die vom Iran unterstützte Hisbollah einen Monat lang blutige Kämpfe. Mehr als 1200 Libanesen und 160 Israelis starben. Die Hisbollah hatte den Krieg provoziert und kam gestärkt heraus. In den Augen vieler Libanesen hatten sie geschafft, was die nationale Armee nicht konnte: die Souveränität des Landes gegen Israel zu verteidigen. Heute ist die Hisbollah die stärkste Fraktion im Beiruter Parlament. In den USA wird sie als terroristische Organisation eingestuft, in Europa nicht. Im Parlament empfängt uns Ali Fayyad, der politische Chefstratege der Hisbollah. We are not terrorists. Wir sind keine Terroristen. Wir sind die politische Partei mit der größten Anhängerschaft. Wir sind die populärste Partei im Libanon und stehen für eine moderate Politik. Wir bilden eine Koalition mit der größten christlichen Partei des Landes. Aber andererseits sind wir eine Widerstandsbewegung. Die Israelis halten noch immer einige libanesische Gebiete besetzt. Und die libanesischen Streitkräfte erweisen sich als unfähig. Sie sind zu schwach gegenüber der israelischen Armee. Wir brauchen den Widerstand als strategisches Instrument, um uns zu schützen und um die besetzten libanesischen Territorien zu befreien. Die libanesische Armee wird mehrheitlich von Christen geführt. Sie schafft es weder, die Hisbollah zu entwaffnen, noch sie zu integrieren. Mit Hilfe der UNO-Friedenstruppen hat der Staat jetzt erstmals eine gewisse Kontrolle über das Gesamtgebiet. Wir kommen nach Nakura im Südwesten, zum Hauptquartier der UNIFIL. Meine erste Mission 2001-2002, also vor 10 Jahren, als Kompaniekommandant beim 5. Kontingent der Österreicher im Kosovo. 160 erfahrene österreichische Berufssoldaten und Reservisten nehmen freiwillig an diesem Einsatz teil. Mit dabei sind Sanitäter, Logistiker, Kraftfahrer und Mechaniker. Immer situationsbedingt vor Ort verladen, abmessen, Rechnung durchführen, 20%-Regelung, ja, sichere Seite fahren. Ihre Hauptaufgabe ist es, Personen und Ausrüstung zu transportieren, UNIFIL-Fahrzeuge zu bergen und zu reparieren, sowie die Versorgung mit Treibstoff zu gewährleisten. Die Aufgaben sind genau umrissen. Wir agieren hier nach nationalem Recht. Jeder Soldat bekommt von uns Verhaltensregeln für den Einsatzraum, bereits im Rahmen der Vorbereitung vermittelt.
militärisch ausgedrückt heißt das Rules of Engagement, wo also klar definiert ist, was der Soldat darf und was er nicht darf. Diesen Regeln sind vor allem auch unsere Waffengebrauchsbestimmungen beinhaltet, die sich hier in diesem Einsatzraum lediglich auf Notwehr und Nothilfe beschränken. Insgesamt nehmen über 12.000 Soldatinnen und Soldaten aus 35 Ländern an der UNIFIL-Mission teil. Das Mandat wurde vor 6 Jahren ausgeweitet. Anfangs waren hier nur 2.000 Blauhelme stationiert. Internationales Ambiente, angenehme Temperaturen, Meerblick. Man soll sich dadurch bloß nicht täuschen lassen. Die Lage ist alles andere als entspannt. Was wir auf keinen Fall machen, ist, dass wir im Verantwortungsbereich draußen fotografieren oder filmen. Das heißt, unsere Foto- und Filmaufnahmen beschränken sich auf das Camp selbst im Bereich von Erinnerungsfotos. Was wir auf jeden Fall auch nicht machen, dass wir, wenn wir in Gespräche mit der Bevölkerung gehen, offensiv unsere Waffen tragen, sondern wir wirken generell in unserem Erscheinungsbild deeskalierend. Die Umgebung mag zwar malerisch sein, aber wer in dieser Gegend fotografiert, wird nicht als Tourist, sondern als Spion betrachtet. In der Hafenstadt Tyros wurden erst am Freitag 5 französische UNIFIL-Soldaten durch eine Explosion verletzt. Frankreich vermutet die Hezbollah und Syrien hinter dem Anschlag. Doch bisher hat sich niemand dazu bekannt. Als wir eine Woche vor dem Anschlag in der Stadt Tyros sind, herrscht hier freundliche Stimmung. Italienische Blauhelme unterhalten sich mit dem Bürgermeister, der selbst kein Anhänger der Hezbollah ist. Die Rolle der UNIFIL im Südlibanon beschränkt sich nicht auf bloße Lagebeobachtung und humanitäre Hilfe. Der Auftrag lautet auch, zu verhindern, dass aus dem Libanon Raketen nach Israel gefeuert werden und dass Israel den libanesischen Luftraum verletzt. Das haben die Blauhelme bisher nicht geschafft. Dennoch hat ihre Präsenz größere kriegerische Auseinandersetzungen verhindert. Mit der UNO-Mission ist neues Leben aufgeblüht, sagen diese Männer hier. Sie haben schon genug Kriege mitgemacht. Ja, nee. Diese Region war wirklich die Wiege der Zivilisation. Und es tut ihnen fürchterlich leid, dass es heute diese Situation ist. Weil von hier sind das Alphabet, die Zivilisation, landwirtschaftliche Errungenschaften, das hat alles hier begonnen. Anders als das kosmopolitische Beirut ist der Südlibanon islamisch konservativ. Disziplinloses Verhalten von UNIFIL-Soldaten wird nicht hingenommen, lassen der Bürgermeister und sein Sohn die Österreicher wissen. Mein Vater heißt die österreichischen Soldaten willkommen, als wären sie seine eigenen Kinder, sofern sie unsere Traditionen und Kultur respektieren. Und wie ist das Image der Blauhelme bei den Jungen? Bevor die UNIFIL hier stationiert war, gab es viele Probleme an der südlichen Grenze zwischen Libanon und Israel. Jetzt respektieren beide Seiten die UNO-Truppen, sowohl die Israelis als auch die Libanesen. Die UNIFIL schafft es, viele Probleme zwischen den beiden Ländern diplomatisch und friedlich zu lösen. Die Städte sind jetzt ruhig. In den Augen dieser jungen Frau sind die UNO-Friedenstruppen jedoch eine Besatzungsmacht. Sie selbst bezeichnet sich als Fan der Hezbollah. Wir akzeptieren nicht, wenn internationale Kräfte sich hier einmischen, Informationen sammeln und dann nach Israel weiterleiten. Denn Israel ist unser Feind. Aber wenn die UNIFIL ihre Limits nicht überschreiten, haben wir kein Problem mit ihnen. Vor allem aus der Sicht des libanesischen Widerstands, der Hezbollah. An dieser Ecke hier ein zerstörtes Weinlokal. Hier waren die UNO-Soldaten oft zu Gast. Die Explosion forderte keine Verletzten. Niemand hat sich zu der Tat bekannt. Die Hezbollah weist jede Schuld von sich. Erst seit einem Monat häufen sich die Anschläge wieder. Syrische Warnungen an den Westen? Radikale Splittergruppen? Keiner weiß das so genau. Viele hatten darauf vertraut, dass alles wieder besser wird.
direkt an der Grenze zu Israel, wo 2006 ganze Siedlungen in Schutt und Asche gelegt worden waren, wurde zuletzt wieder viel gebaut. Die Menschen hier fühlen sich durch die Präsenz der UNO-Truppen sicherer. Sonst würden sie nicht ihre Häuser wieder aufbauen und sie auch noch vergrößern und verschönern. Das machen die Leute nicht nur mit den Förderungen der Hisbollah oder der Regierung. Da steckt auch eigenes Geld drin. In dieser scheinbar ruhigen Gegend halte die Hisbollah große Waffenarsenale versteckt, sagen ihre Gegner. Israel wirft den Blauhelmen vor, den Waffenschmuggel nicht einzudämmen. Die Hisbollah wirft ihnen vor, die Verletzungen des Luftraumes durch Israel zu tolerieren. Die UNO-Mission steht zwischen den Fronten. Wir glauben, dass die internationale Gemeinschaft, die UNO, der Sicherheitsrat und daher auch die UNIFIL den Schutz Libanons vor israelischen Angriffen nicht ernst genug nehmen. Was wir auf keinen Fall machen, ist, dass wir parteiisch wirken. Das heißt, wir sind unparteiisch allen Konfliktparteien gegenüber. Die Unparteiischen, denen von allen Seiten Parteilichkeit vorgeworfen wird. Was können sie tatsächlich bewirken? Ohne die UNIFIL wäre die libanesische Armee unfähig, die Ordnung im Südlibanon zu erhalten. Die Präsenz der UNO-Truppen verhindert nicht nur einen Krieg, sondern macht es möglich, die staatlichen Institutionen zu stärken, wenn der libanesische Staat einmal die volle Kontrolle übernimmt. Die Spitze der Armee ist pro-westlich. Die Hisbollah wurde immer von Iran und Syrien unterstützt. Noch jubeln ihre Anhänger in den Straßen von Beirut für das syrische Regime, das immer stärker in Bedrängnis kommt. Die libanesische Armee gewinnt gegenwärtig langsam das Monopol über die Gewalt zurück. Hauptknackpunkt ist aber, dass die Hisbollah ihre Waffen nicht abgeben will. Und solange die Hisbollah sich nicht integriert in die Armee, hat die Armee nicht die vollständige Kontrolle über das gesamte Territorium. Mission der UNIFIL ist unter anderem, die Armee zu stärken in der Wiedererlangung der Souveränität des Landes. Solange der Libanon für die Stellvertreterkriege fremder Mächte herhalten muss, bleibt das Streben nach einer souveränen Nation harte Arbeit.